DMV, ich hab Tele DMV, ich hab Tele DMV auf den Computer eingestellt. Tele DMV, ich seh Tele DMV. Am Sonntag, da mach ich an, weil ich nicht anders kann, denn die neue Wocheninfo läuft dann. Tele DMV, ich hab Tele DMV, ich hab Tele DMV auf den Computer eingestellt. Tele DMV, ich seh Tele DMV. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Nein. Ja, Nein sagt man dazu, wenn man die Böller in der Hand anmachen will. Das heißt Nein. Und Ja heißt, wir sind im kommenden Jahr natürlich wieder für Sie da. Auch 2023 können Sie Remscheider Nachrichten von Tele DMW gucken, den Spaßbauerkanal gucken oder auf DMW Live geheime Wohnzimmerschaltungen. Ich muss Ihnen sagen, ich habe auch geböllert, es hat auch Spaß gemacht. Nein, hat keinen Spaß gemacht. In mir hat es keinen Spaß gemacht. Ja gut, die Kanonenschläge oder diese schönen Kugeln und so, das war ja alles herrlich. Aber diese einzelnen Dinge, ach, wie oft muss man das Feuerzeug rausholen? Und ich muss sagen, ich habe aufgehört, ich hatte keine Lust mehr, denn das Feuerzeug hat nicht funktioniert. Und da hatte ich keinen Bock mehr. War zu windig. In der vergangenen Woche gab es ein Feuer, nicht wegen Silvester, sondern einfach mal so. Am Mittwoch, dem 28. Dezember 2022, kam es gegen 22.05 Uhr zum Brand eines Einfamilienhauses. Durch das Feuer wurde das Obergeschoss und das Dach des leerstehenden Hauses an der Straße Luckhausen stark beschädigt. Wenige Stunden später, am 29.12.22 gegen 3.50 Uhr, kam es im Dach des Hauses erneut zu einem Brand, den die Feuerwehr ebenfalls erfolgreich bekämpfen konnte. Nach ersten Erkenntnissen könnten beide Feuer jeweils vorsätzlich oder fahrlässig verursacht worden sein. Der Sachschaden liegt nach einer ersten Einschätzung bei ca. 80.000 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. In der vergangenen Woche wurde natürlich auch eingebrochen. Die Weihnachtsgeschenke werden auch anderweitig besorgt. Da muss man nicht immer nur in Geschäfte gehen. Da geht man auch gerne mal in Privatwohnungen. Und ist dann überrascht, dass die Leute zu Hause sind. Da ist so einiges schiefgegangen bei den Einbrechern. Wir fangen mal mit den schlechtesten Einbrüchen an und dann steigern wir uns mal ein bisschen. Was war da los? Am Mittag des 30.12.22 brach ein Täter in ein Haus an der Straße Bergesporn ein. Er verließ dieses jedoch wieder, als er einen Hausbewohner antraf. In der Nacht vom 25.12.22 brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Klausener Straße ein. Sie gelangten durch eine Hintertür in das Haus und wurden bei der Tatausübung von den Bewohnern des Hauses gestört und flüchteten. An der Yorkstraße drangen Einbrecher am 25. Dezember 2022 in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten eine Wohnung im ersten Obergeschoss. Es wurden zwei Tiefkühlpizzen und eine angebrochene Flasche Cola entwendet. Wird ja sehr lohnsreich hier. Am 25.12.22 hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Familienhauses im Hans-Bertram-Weg auf. Sie entwendeten Wertgegenstände. Das war wohl der erfolgreichste Einbruch. Diesmal sind wir schneller als die Presse. Ja, die Zeitungen sind noch nicht draußen und wir geben Ihnen jetzt schon die Polizeibilanz. Wie war denn die Silvesternacht für die Polizei? Gab es viele Einsätze?
sind einige Leute verhaftet worden. Wir werden mal hören, ne? Ich hab das hier für Sie. Die Polizeibilanz von Remscheid. Meine Damen und Herren, der Wechsel von 2022 ins neue Jahr 2023 war für die Polizei im Bergischen Städtedreieck mit einer hohen Anzahl an Einsätzen verbunden. In Remscheid nahmen die Beamten im Zeitraum von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens im neuen Jahr insgesamt 54 Einsätze wahr. Das waren mehr als in den Vorjahren. In der vergangenen Silvesternacht kam es zu 3 Schlägereien und Körperverletzungen. 9-mal wurden Sachbeschädigungen als Einsatzanlass genannt. Ruhestörungen wurden 4-mal gemeldet. In 5 Fällen kam es zu unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern. Dabei wurden zum Beispiel Personen, vorbeifahrende Fahrzeuge und Häuserfassaden mit Knallern und Raketen beworfen. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es keine Verletzten. 0 Personen mussten, nachdem sie zum Teil randaliert hatten, in Gewahrsam genommen werden. Das war in Wuppertal 15, in Solingen 2. Wir waren friedlich. Wir sind die friedlichste Stadt im Bergischen Land. Hier wird nicht randaliert. Heute schaue ich auch mal wieder ins Bergische Land. Es gab einen dicken Unfall. Das war gar nicht so angenehm. In Bergisch Gladbach war das. Am Dienstag, den 27. Dezember 2022, kam es gegen 13.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 289 Braunsberg. War das im Bereich Braunsberg im Stadtteil Herkenrath. 2 Personen wurden nach einem Frontalzusammenstoß von 2 Fahrzeugen leicht verletzt. Zudem entstand ein hoher Sachschaden. Und jetzt werde ich Ihnen vorlesen, was da passiert ist. Ein 24-Jähriger aus Pulheim befuhr mit seinem Transporter der Marke VW die Straße Braunsberg aus Richtung Straßen kommend. So heißt die Ortschaft. Ihm entgegen kam ein 49-jähriger Kürtner mit einem Geländewagen der Marke VW. In Höhe der Einmündung Sieferhof geriet der Fahrer des Transporters vermutlich aufgrund einer großflächigen Ölspur in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Kürtner. Bei Eintreffen der Polizei waren bereits Rettungsdienst, Notarzt und die Feuerwehr vor Ort. Glücklicherweise wurden beide Unfallbeteiligten bei dem Zusammenstoß nur leicht verletzt. Beide Fahrer wurden zur weiteren Untersuchung von 2 Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Und jetzt kommt der Clou. Im Verlauf der Unfallaufnahme fiel im Rahmen einer allgemeinen polizeilichen Abfrage auf, dass der Transporter des Pulheimers über keinen Versicherungsschutz verfügt. Auf den Fahrer kommt daher ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Die Kennzeichen wurden natürlich noch vor Ort entsiegelt. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten für etwa 2 Stunden vollständig gesperrt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird aktuell auf 60.000 Euro geschätzt. Donnerwetter, was da abgeht. Und das ist die interessante Frage. Den Sachschaden zahlt die Person jetzt selber. Ist ja nicht versichert gewesen. Das kann ganz schön teuer sein, oder? Das war's, meine Damen und Herren, für heute mit den Nachrichten. Ich möchte mich herzlich bei den Zuschauern bedanken, die uns die Treue halten und mir ein frohes neues Jahr gewünscht haben. Schönen Dank. Ich möchte mich außerdem noch ganz besonders beim Nick bedanken. Der Nick, der nennt sich Tornstein bei YouTube, hat mir vor einem Dreivierteljahr etwas zukommen lassen, was ich jetzt erst bekommen habe.
Jetzt gab es einen großen Umschlag vom Hausherrn. Ich habe noch alte Post vom alten Hausherrn, wo ich früher gewohnt habe. Ich habe noch alte Post für Sie. Und dann habe ich aufgemacht. Da hat er mir 43 Aufkleber gedruckt, Mini-Aufkleber für Gläser und so von TeleDMW, von dem hier. Und ich muss sagen, da habe ich mich unheimlich drüber gefreut, fast mehr als über ein Weihnachtsgeschenk. Früher hatten wir die auch mal drucken lassen, die klebten bei uns auf den Filmkameras in diesem Format. Und die waren echt gelungen, die er zugeschickt hat. Ich würde dich gerne mal anrufen, hinterlass mal bitte der Redaktion irgendwie deine Handynummer. So, meine Damen und Herren, diese Woche gab es ja nicht so viel Zuschauer, in der vergangenen zumindest. Und deshalb gibt es nicht ganz so viel nach den Nachrichten. Bleiben Sie einfach dran und lassen Sie sich überraschen, was da noch kommt. Bis dahin und tschüss, tschüss! Ich kann nicht warten. Hier ist das Remscheider Fernsehen, TeleDMW. TeleDMW. Was für eine Wahnsinnsshow! Remscheider Fernsehen. Beim Frühstück und beim Abendbrot. Aus einer fränkischen Lichtung kam letztens ein unheimlicher Schrei. Richtig gruselig war das. Ist das unterhaltsam? Die Sendung ist einfach der Hammer. Sogar mit Testbild. TeleDMW. Hey Leute, hier ist euer Benedikt. Ich hab Und heute gibt es noch was ganz Besonderes. Es geht um TeleDMW. Dirk Michael Westkamp. Guter Mann. Mag ich. Abonniert. TeleDMW. Geil! Geil! Fett! Grüß euch alle vom Remscheider Fernsehen. Mein Name Jürgen Dreves. Kornblumen, oder? Und wir fahren wie Vampire. Ich wusste immer schon Remscheid. Remscheid weiß Bescheid. Remscheider Fernsehen. Hallo? Ja, Mama, das passt jetzt nicht. Es ist Sonntag, Mama. Was mache ich da? Richtig, guck TeleDMW. Ja, die Wocheninfo. Klar, freue ich mich die ganze Woche drauf. Das können wir morgen besprechen, okay? Sonntags bitte nicht anrufen, da ist TeleDMW-Tag. Ja, genau, mit dem Herrn Westkamp. Genau, kennst du doch. Ja, dann bis morgen. TeleDMW. Einfach genial, dass es dich gibt. Zum Sendeschluss bei Ihrem Remscheider Urlaubsfernsehen TeleDMW, könnte man ja fast sagen hier. Hier in Seebrügge bin ich, Leute. Ein Hippie steigt zusammen mit einer Nonne in den Bus. Der Bus findet die Nonne total geil. Quatsch, der Hippie natürlich. Und macht sich die ganze Zeit an sie ran. Nach zwei Haltestellen steigt die Nonne aus, weil ihr das zu viel wird. Da meint der Busfahrer zum Hippie,
Die ist immer nachts um 12 auf dem Friedhof. Da musst du als Heiliger Geist verkleidet hingehen. Nachts um 12 Uhr ist der Hippie als Heiliger Geist. Also da muss er einfach hingehen, ne? Naja, und dann macht er das natürlich. Nachts um 12 geht der Hippie verkleidet auf dem Friedhof. Er fragt die Nonne, wollen wir Liebe machen? Und die Nonne antwortet, ja, okay, aber nur von hinten. Also machen sie es von hinten. Als sie fertig sind, sagt der Hippie, der ja verkleidet war, haha, ich bin der Hippie. Und die Nonne erwidert, haha, ich bin der Busfahrer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles, worauf ich stehe, ist Tele-DMW. Alles, was ich sehe, ist Tele-DMW.